Weiter geht's mit Hogwarts. So, wir sind ja in der letzten Folge hier stehen geblieben, dass wir hier und hier zugemacht haben. Ja? So, jetzt geht's weiter. Wie ich schon gesagt habe, jetzt geht es da, an dem Innenhof hier vorne. Hier geht's jetzt los. Na, ich habe mir das hier jetzt hier schon mal ein bisschen angezeichnet, was wir da jetzt machen werden. Wir teilen das nämlich auch noch mal auf ein bisschen in zwei Teile, weil das sonst zu viel wird. Ja, wir fangen jetzt so an mit der ersten Hälfte schon mal, ne, die wir jetzt hier machen. So, und dafür brauchen wir auch gar nicht viel, einfach nur hier unsere Standardblöcke, ne, seht ihr hier, ja, unsere Standardblöcke, die wir hier überall schon benutzt haben. So, und wir fangen an mit dem Sandstein, ne, wie gesagt, wir sind hier vorne, ne, wo hier die zwei Türme sind, ne, hier der Innenhof hier, ne, hier an dem dicken, ne, hier vorne, so, den Innenhof, der fehlte uns ja die ganze Zeit noch, da habe ich ja jetzt endlich mal ein Bild zugefunden. Ne? Und das werden wir jetzt machen. So. Ne? Und wir fangen an folgendermaßen. So, pass auf. Folgendermaßen, pass auf. Wir machen das jetzt so. Ne? Wir fangen ja an mit dem Sand, also mit dem Block, richtig? Ne? Mit dem Sandsteinblock. So, und dann gehen wir erstmal hin an die Wände. Ne? Und machen immer hier, ne? Seht ihr, also immer an jeder Wand ist das halt so. Ne? Da machen wir jetzt hier einen Abstand von 6 Blöcken. Ne, hier sind da hier 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ne, 6 Blöcke lassen wir hier frei, ne, und beim 7. kloppen wir dann einen hin. Ne. Dann haben wir hier 6 Blöcke, ne, und hier haben wir auch 6. Ne, hier 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ne, dann haben wir hier 6 und hier 6. Ne, und das ist halt überall so, an jeder Wand. Ne, und dann haben wir hier jetzt schon mal den ersten. Und so, ne, wie gesagt, das machen wir hier drüben jetzt auch. Na, machen wir hier auch, ne? Hier 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pitch. Ja, und dann haben wir hier auch 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, ne? Bam. So, und dann gehen wir hin. Und ihr seht schon, wie ich habe, hier ist ein bisschen größerer Abstand. Ne? Wir gehen einfach immer jetzt von den, wenn wir das jetzt als erstes natürlich immer in den Ecken. Ne? Hier ist das auch. Ne? 6 von der Wand, 6 von der Wand. Patsch. Na? So. Und hier ist das auch so. 6 von der Wand, 6 von der Wand. Patsch. Ne? Immer erst in den Ecken. Ne? Und dann gehen wir von beiden Blöcken, also einfach von dem hier gehen wir dann so lang. Ne? Und von dem da hinten gehen wir dann so hier lang. Ne? Weil hier wird es ein bisschen schmaler. Da wird es ein bisschen breiter. Da ist es wieder ein bisschen schmaler. Und dann gehen wir hin und machen immer 5 Blöcke. Ne? Also wir haben hier 1, 2, 3, 4, 5 Blöcke, die wir lassen. Und beim sechsten kloppen wir immer einen hin. Ne? Das heißt, wir haben dann hier auch wieder 5 Blöcke. Zack. 5 Blöcke beim sechsten. Ne? Und dann kloppen wir das einfach hier lang. Ne? So, hier, wenn wir das dann jetzt von der Seite auch machen, dann haben wir hier jetzt in der Mitte dann einen Dreier. Ne? Also das ist dann hier ein bisschen kleiner. Das ist ja nicht ganz aufgegangen. Ja, dann kloppen wir das einfach hier lang. So, bam. Ne? So, und hier am Turm, da gehen wir dann auch einfach hin, ne? Zählen hier die 5 Blöcke, machen hier einen hin, zählen nochmal 5 Blöcke, zack, sind wir genau am Turm dran. Ne? Und so ziehen wir das dann jetzt einfach die ganze Zeit hier lang. Ne? Hier machen wir das natürlich auch. Ne? Immer 5 Blöcke freilassen. Ne? Beim sechsten dann ein hin. Ne? Ich denke mal, das sollte jetzt klar sein. Ne? Hier haben wir dann, glaube ich, 8. Also hier ist es ein bisschen mehr. Ne? Und dann kloppen wir das hier einmal so komplett lang. So, ich mache das mal eben. Ne? Hier dann jetzt auch wieder. Ne? Hier seht ihr 5 Blöcke und dann geht das hier einfach lang. So, Pitch, Pitch, hier ist dann wieder der Dreier, ne, wie er schon auf der anderen Seite entstanden ist. Ja, und dann kloppen wir das einfach hier lang. Ne, dann sind wir hier in der Ecke, andere Seite vom Turm, genau dasselbe Spiel, immer 5, zack, zack. Und hier haben wir dann ein bisschen Luft, aber da bin ich schon am Überlegen, ob wir das nicht einfach zumachen. Aber das gucken wir gleich, wenn das soweit durch ist. Ja, und dann haben wir uns das jetzt hier schon mal angezeichnet. Ja, so, der nächste Schritt. Den wir jetzt machen, ist, dass wir das natürlich jetzt ein bisschen hochziehen müssen. Wir zählen jetzt den ersten Block mit, ne, den wir hier schon gemacht haben. Dann haben wir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ne, und der siebte Block, der ist halt so die Verbindung. Ne, sieht das so aus. So, dann gehen wir in die Ecken.
machen da jeweils nochmal einen Block hin und dann machen wir mit der Treppe einfach so den hier. Dann haben wir hier so einen Bogen. Ja? So, bam. Ja? Und genau so ziehen wir das jetzt komplett einmal rum. Ne? Wie wir das jetzt hier angezeichnet haben. Ne? Ziehen wir das komplett einmal rum, ne? Und machen dann hier den Bogen rein. So. Ne? Dann sieht das so aus. So, das machen wir jetzt hier. Das machen wir jetzt überall einmal hier komplett. Einmal im kompletten Hof. Ne? Und wir sagen, ich mache das jetzt auch mal eben fix. Ne? Und dann sehen wir uns gleich wieder. Und dann machen wir. So. Jetzt haben wir das einmal fertig. So sieht das jetzt aus. So. Und ich habe, wie ist mir gerade mal eingefallen, ich habe euch vergessen zu sagen, wie das bei dem Dreier ist. Bei dem Dreier machen wir das genauso. Ne? Also halt einen Block in der Ecke, dann unten zwei Treppen und in der Mitte einfach eine Stufe rein. Ja, dann sieht das so aus. Ja? Und bei dem Lang halt genau dasselbe, nur dass das halt ein bisschen größer aussieht, dann halt wie bei den anderen. Ne? Aber so sieht das dann aus. Ne? So. Ja, dann haben wir doch jetzt hier schon mal den Schritt geschafft. So, jetzt schnappen wir uns die Andesitstufe, die polierte, ne, hier unser Dach, wie gesagt. Und so, die schnappen wir uns jetzt so und machen die einmal hier oben so drauf. Na, das machen wir einmal rum jetzt. Na, ziehen wir die hier einmal komplett drauf. So. Na, da, 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 da. So, machen wir das mal eben. Na, und dann machen wir nämlich, wenn wir das jetzt hier einmal rumgezogen haben, dann machen wir nämlich noch so ein kleines Dach. Das ist so leicht angeschrägt. Ja, doch, das ist so leicht angeschrägt. Das können wir machen. Ja, machen wir hier nämlich jetzt ein kleines Dach drauf. So, und zwar machen wir das nämlich jetzt folgendermaßen. Wir haben jetzt einmal hier drauf komplett gemacht. Das heißt, die nächste Stufe ist dann so. Dann machen wir so, 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 so. Und dann sind wir ganz an der Wand dran. Ja, dann gehen wir immer mit der Stufe so ein höher. Ne? Und das nehmen wir uns jetzt auch. Ne? Also das, was heißt das, nehmen wir uns jetzt auch. Und das ziehen wir jetzt komplett auch wieder einmal rum. Das Ganze. Ich glaube, meine Maus ist langsam im Arsch hier. Katastrophe. Ne? Also das ziehen wir einmal hier rum komplett. Das ganze Dach machen wir hier einmal so, damit ihr das jetzt einmal mal kurz seht. So. Haben wir dann hier komplett so. Das ziehen wir hier komplett einmal rum jetzt wieder komplett, das Dach. So. Und dann würde ich sagen, da ist viel Massenarbeit eigentlich heute wieder mit dabei. Jetzt ziehen wir erstmal das Dach einmal rum jetzt. Und wenn wir das Dach fertig haben, dann machen wir noch eine letzte Sache. Und dann haben wir es auch jetzt so für den ersten Teil vom Innenhof dann auch erstmal soweit geschafft. Na, aber jetzt ziehen wir erstmal hier kurz das Dach einmal rum, ne, und dann sehen wir uns gleich wieder, wenn das fertig ist. So. So sieht das jetzt aus. Ja, wenn wir das Dach jetzt einmal drauf haben, ne, dann sieht das so aus, das Ganze. Ja, ganz schick eigentlich hier, ne? Guckt euch das an, so. Bam. Ne? So, und mir ist gerade eingefallen, dass wir nicht noch einen Schritt jetzt haben, sondern zwei. Ja? So, das erste ist, genau, wir schnappen uns die Stufe und müssen das natürlich dann jetzt hier von unten noch verkleiden. Ich guck mal, wie wir es machen können. Okay, so. Ja, weil hier kommt, hier passiert ja auch noch was. Ne? Hier, das wird ja auch noch alles ausgebaut hier an der Wand. Ne? Da ist ja auch noch ganz viel Krempel, der da gemacht werden muss. Ne? Also das, weil von da aus, also man kommt ja hier raus quasi. Ne? Hier sind ja irgendwie so Durchgänge, Fenster, Menster und was weiß ich nicht. Da ist auch noch ganz viel, was da passieren tut. Ne? Aber dafür müssen wir natürlich auch hier die Decke erstmal schön machen. Ne, und dafür schnappen wir uns einfach, Moment, ich sehe gerade mal hier diese Unreinheit hier, die sollten wir vielleicht einmal wegnehmen. So, ich glaube, ich meine, man sieht es am Ende eh nicht, aber besser ist es. Ne? So, und dann gehen wir einfach hin, wie gesagt, schnappen uns jetzt die Stufe, ne, und kloppen die einfach hier von unten nochmal komplett dran. Ja, also wir machen hier jetzt, ich zeige euch das jetzt mal hier in dieser kleinen Ecke, wie ich das meine, so.
Wir kloppen hier jetzt noch komplett so den Deckel drauf. Ja, so, ne? Dann sieht das so aus. Ne? Dann haben wir hier nämlich jetzt noch so eine Decke drauf. Ne? Das machen wir nämlich jetzt auch nochmal. Ne? Das machen wir jetzt auch einmal wieder rum komplett. Ne? Und dann machen wir das jetzt auch mal eben ganz fix. Und dann kommen wir zum letzten Schritt. Aber auch wirklich letzter Schritt. Ja? Na, würde ich sagen, so, dann kloppen wir hier von innen jetzt erstmal schön das Dach einmal lang. Ne? Und dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich wieder, wenn das fertig ist. Oh, jetzt haben wir das einmal fertig. Ne? So sieht das jetzt aus. Ne? Einmal hier, wie gesagt, einmal komplett rum. Jetzt hier, ne? Wir können ja einmal durchfliegen hier. Ne? Einmal rum, haben wir jetzt hier einmal schöne Decke drauf reingemacht. Ne? Hier, so sieht das dann aus. Ne? So. Patsch. Ne? Haben wir eine Decke drauf. So. Und jetzt machen wir aber wirklich den allerletzten Schritt jetzt hier für die erste Hälfte hier. Dann haben wir nämlich hier in dem Innenhof den Weg hier. Ich sage jetzt einfach mal so Weg, ja, weil man ja hier noch lang laufen kann und so. Ne, den haben wir dann fertig. Aber dafür fehlt uns jetzt noch eine Sache. Und zwar schnappen wir uns jetzt wieder den Block und müssen hier komplett einen Boden ziehen. Ne, ich zeige euch das jetzt mal hier in einer kleinen Seite. So. So. Ne, also erstmal machen wir das hier so zwischen. Ne, und dann gehen wir hin, wie gesagt, und machen das jetzt komplett. Ne, wir machen das jetzt hier komplett einfach zu. Ne, mit dem Sandstein. Das ist ja dann hier jetzt noch so ein Weg, wie gesagt, ne, wo man ja langlaufen kann. Das, wo man dann hier halt rauskommt. Ne, dann machen wir jetzt hier überall noch mit dem Sandstein jetzt zu. Ne, machen wir hier überall. Ja, so, ich zeige euch das jetzt einfach mal hier nur an so einem kleinen Stück. Ich glaube, das ist, reicht auch. Ne? Ihr versteht ja, was ich meine. Ne? Einmal hier das jetzt komplett zumachen. Und das auch jetzt komplett einmal rum. Ne? Einfach so jetzt zukloppen. Und dann sieht das halt so aus hier, ne? Wenn man dann jetzt drin steht, ne? So jetzt erstmal um das Bild zu bekommen. Ne? Das machen wir jetzt noch komplett einmal rum und dann haben wir es aber auch geschafft. Ne? Aber ich mache das jetzt auch noch mal eben rucki-zucki hier einmal fertig und dann gucken wir uns das gleich an. Ne? Und dann besprechen wir die nächsten Schritte, wie wir weitermachen. Ne? Aber jetzt machen wir hier erstmal komplett den Boden einmal rum rein, ne? Und dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich wieder, wenn das fertig ist. Oh, fertig sind wir. Also sieht das jetzt aus, ne? Hier ist überall jetzt der Boden drin. Ne? So sieht das jetzt aus komplett. Fertig. Ne? So. Jetzt sind wir auch komplett fertig, jetzt schon mal. Ne? Jetzt haben wir hier das erste Stückchen geschafft. Jetzt haben wir hier den Weg komplett drin. Ne? So, und als nächstes machen wir, sehe ich nämlich auf dem Bild, wir haben hier überall noch Fenster, ein bisschen verteilt, so ein paar kleinere hier unten direkt am Dach und dann hier so ein paar größere da drüber. Na? Also als nächstes machen wir hier die Fenster komplett, die da so ein bisschen sind. Na, und dann machen wir halt hier unten noch die Wand hier, ne, da passiert nämlich auch noch ein bisschen was. Ja, das sind dann jetzt so die nächsten Sachen, die wir machen. Und dann haben wir den Hof schon fast fertig. Ich meine, da muss eigentlich nur noch ein bisschen eingerichtet werden, denke ich mal. Aber da sehe ich leider nicht, wie das aussieht. Ne, ich habe jetzt hier halt leider nur den Weg und die ganzen Fenster und wie das halt da drin jetzt hier im Weg noch aussieht. Ja, aber das sind halt Sachen, die wir auf jeden Fall dann jetzt noch machen werden. Ja, so sieht das jetzt erstmal aus hier. Ja, die sein. Scheiße. Nehmen wir so. Ne? So sieht das jetzt erstmal aus hier mit dem Weg. Ne? So. Ne? So sieht das jetzt aus. Ne? Wie gesagt, als nächstes machen wir da die Fenster alle rein. Und dann im Weg da direkt, ne? Die Wand da geht noch ein bisschen auf. Da passiert noch ein bisschen was. Also ich denke mal, ja, ich hoffe, dass wir das im nächsten Teil alles hinkriegen. Schauen wir mal. Na, aber jetzt haben wir hier schon mal die erste Hälfte hier geschafft von dem Innenhof. Den Weg einmal rum, den haben wir jetzt. Ne? Und ja, ne, wie gesagt, in der nächsten Folge machen wir die ganzen Fenster. Ne? Und dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Ciao, ciao. Wiederschauen und rein.